Banken werden bei Immobilienkrediten strenger. So titelt die Süddeutsche Zeitung vor einigen Wochen. In einer DPA-Umfrage geben große Banken an, unter anderem die Deutsche Bank und die Commerzbank, dass sie bei der Vergabe von Immobilienkrediten wegen steigender Lebenshaltungskosten nun strengere Maßstäbe ansetzen. Und jeder, der hier auf dem Kanal schon länger dabei ist, weiß, dass sich da einiges in den vergangenen Monaten geändert hat. Vor 3-4 Monaten hatte ich dazu schon das erste Video gemacht, aber ich möchte euch den Artikel, den ich euch auch unten in der Videobeschreibung verlinkt habe, kurz zusammenfassen. Einmal das Thema, die Zinsen haben sich verdreifacht. Ja, auch hier berichte ich regelmäßig darüber, aber jeder, der sich zu dem Thema aktuell informiert, weiß natürlich, was am Zinsmarkt aktuell los ist. Lebenshaltungskosten sind gestiegen, dementsprechend passen die Banken die Lebenshaltungskosten pauschal nach oben an. Dazu habe ich euch aber auch gleich mal ein paar aktuelle Beispiele rausgesucht. Und die schwierige Kreditvergabe kommt auch deswegen zustande, weil die Banken das Thema Probezeit, befristete Arbeitsverträge und Elternzeit kritischer beäugen. So steht es in dem Artikel. Aber dazu kann ich sagen, das Thema Probezeit ist in der Vergangenheit auch schon kritisch angesehen worden bei den meisten Banken. Das heißt, Probezeit, da rechnen die Banken das Einkommen in der Regel nicht an. Ja, also das war in der Vergangenheit schon so. Thema befristete Arbeitsverträge ähnlich. Es gibt Banken, die akzeptieren überhaupt keine befristeten Arbeitsverträge. Das heißt, hier wird das Einkommen nicht angesetzt. Und es gibt Banken, die setzen befristete Arbeitsverträge an. Da kommt es aber dann auf die jeweilige Branche an. Und auch beim Thema Elternzeit hat sich in den vergangenen Jahren einiges gewandelt. Das kommt natürlich auch wieder auf den individuellen Fall an und auf die jeweilige Bank. Aber die meisten Banken oder viele Banken setzen Elterngeld, Elternzeit oder setzen das Elterngeld in der Elternzeit an. Wir arbeiten hier immer mit dem sogenannten Folgebeschäftigungsnachweis. Das heißt, natürlich ist das Ganze gesetzlich geregelt, dass ihr dann wieder zu dem alten Arbeitgeber zurückgehen könnt. Aber die Banken haben gerne schriftlich was in der Hand und wenn ihr dann einen sogenannten Folgebeschäftigungsnachweis habt, dass ihr nach der Elternzeit dort bei dem Arbeitgeber wieder einsteigt zu dem und dem Gehalt mit so und so vielen Stunden, dann wird das von der jeweiligen Bank auch angerechnet. Wichtig an dieser Stelle natürlich, es kommt auf den jeweiligen Einzelfall an. Aber schreibt eure Erfahrung mal unten in die Kommentare, würde mich an dieser Stelle interessieren. Und ich hatte ja letzte Woche ein Video gemacht zum Thema, wer kann sich das denn aktuell noch leisten? Gestiegene Zinsen, dementsprechend höhere monatliche Raten, dann die Lebenshaltungskostenpauschalen bei den Banken sind gestiegen und dementsprechend wird es auch schwieriger, einen Kredit bei der Bank zu bekommen. Und ich bekomme in den letzten Wochen natürlich immer wieder vermerkt die Frage gestellt, können wir dann nicht mit einer geringeren Tilgung drangehen an die ganze Sache? Das heißt, dadurch wird die Rate dann wieder geringer. Und da möchte ich euch mal zeigen, was aktuell am Markt los ist. Nämlich, das sehen wir am sogenannten Europace Trendbarometer. Europace ist ja so die größte Finanzierungsplattform, wo die meisten Vermittler ihre Baufinanzierungen einreichen. Und deswegen finde ich das sehr aussagekräftig, wenn diese Plattform auch Statistiken veröffentlicht. Und hier seht ihr jetzt die aktuellste Statistik, die ist diese Woche veröffentlicht worden. Und hier sehen wir, dass die Rate im Allgemeinen im Vergleich zum Vorjahr stark gestiegen ist und dass die Kunden natürlich das mit einem niedrigeren Tilgungssatz versuchen auszugleichen, also die höheren Zinsen mit einer niedrigeren Tilgung auszugleichen, damit die Rate nicht so hoch ist. Und das finde ich ist sehr aussagekräftig, weil das nun mal auf alle Finanzierungen bezogen ist, die über diese Plattform eingereicht wird. Also die Banken, die Kunden setzen schon niedrigere Tilgungen an. Aber wir sind hier bei, wenn ich das richtig sehe, bei über 2%. Also die Tilgung ist immer noch über 2%. Und die Fragen, die mir dann häufig gestellt werden, kann man auch unter 2% tilgen? Und auch hier, ihr wisst, wir gehen hier auf dem Kanal immer differenziert natürlich damit um, weil man das Ganze auch nicht pauschalisieren kann. Und da habe ich euch mal ein paar Beispiele mitgebracht, um euch da mal die Unterschiede zu zeigen. Am Ende kommt auch noch mal ein konkretes Zahlenbeispiel.
Hier habe ich uns mal die PSD Bank München rausgesucht, die jetzt vor einigen Tagen was veröffentlicht hat zu dem Thema. Das ist gültig ab dem 1.10. Hier einmal das Thema Lebenshaltungskostenpauschalen. Hier teilt die PSD Bank München mit, dass die Lebenshaltungskostenpauschalen bei der ersten Person von 950 auf 1.100 Euro steigt und für jede weitere Person von 310 auf 330 Euro. Aber auch eine Info zum Thema Mindesttilgung, nämlich hier wird die Mindesttilgung von 2% auf 1,5% reduziert. Und in diesem Fall ist es natürlich so, PSD Bank München heißt, dass die PSD Bank München natürlich nur in der Region und in der Umgebung München finanziert. Ja, das ist eine regionale Bank mit einem sogenannten Regionalprinzip, so wie es auch viele Sparkassen und Volksbanken handhaben. Und im Gegenzug dazu habe ich uns mal die PSD Bank Nord rausgesucht, weil die haben auch vor einigen Tagen eine Veröffentlichung rausgegeben. Und da seht ihr mal, wie unterschiedlich das Ganze auch ist. Anpassung der Mindesttilgung ab 80% Auslauf, also wenn ihr weniger als 20% Eigenkapital mitbringt. Erhöhung von aktuell 2 auf 3%. Das heißt, hier kann man nicht runtergehen mit der Tilgung. Hier wird die Tilgung noch nach oben gesetzt. Und was ich auch eine spannende Info finde, bis auf Weiteres deaktivieren die den Verwendungszweck Neubau. Das heißt, wir können im Norden über die PSD Bank Nord, über die Plattform, keinen Neubau mehr anbieten, beziehungsweise keine Finanzierung für Neubau. Ich weiß natürlich nicht, ob die das jetzt vor Ort nicht auch machen, also dass man vor Ort zu der PSD Bank Nord hingehen kann. Und hier seht ihr mal, wir haben einmal den Norden abgebildet und wir haben einmal den Süden abgebildet, wie unterschiedlich, obwohl es das gleiche Label ist, nur eine andere Region, wie hier die Entscheidungen bei den jeweiligen Banken ist. Und natürlich, das kann man sich auch denken, in Süddeutschland sind die Preise ein Ticken höher, denke ich mal, als in Norddeutschland. Schreibt mal eure Preise unten in die Kommentare, würde mich mal interessieren, wie unterschiedlich das Preisgefälle doch tatsächlich da ist. Und um euch jetzt mal das ganze Spektrum so abzubilden, habe ich uns noch eine Nachricht rausgesucht von der Volksbank Göppingen. Und hier entfällt ab sofort die Mindesttilgung von 2%. Das heißt, hier kann man auch noch weiter runtergehen. Stattdessen wird künftig eine maximale Gesamtlaufzeit von 38 Jahren vorgegeben. Das heißt, hier rechnet die Bank mit einer bestimmten kalkulatorischen Laufzeit. In der Zeit muss die Immobilie bezahlt sein und dann könnt ihr auch unter 2% tilgen. Aber dazu habe ich euch jetzt ein kurzes Beispiel vorbereitet, damit ich euch das Ganze veranschaulichen kann. Und dafür habe ich uns die Commerzbank heute rausgesucht. Die Commerzbank, da kann man auch ab 1% schon tilgen. Das Darlehen muss innerhalb von 40 Jahren zurückgezahlt sein. Bei Renditeobjekten, also Immobilien, die gekauft und vermietet werden, da muss das Darlehen innerhalb von 30 Jahren zurückgezahlt werden. Wir bleiben aber hier auf dem Kanal beim Thema Eigenheim. Und da habe ich euch ein Beispiel mal ausgerechnet, den Vergleich 1,5 zu 2% Tilgung. Aber hier geht es jetzt nicht nur um das Zahlenbeispiel, weil das könnt ihr natürlich auch selber nachrechnen. 500.000 Euro Darlehen, 3,25% Zins. Der Beleihungsauslauf hier, habe ich gar nicht aufgeschrieben, lag bei rund 92%, 10 Jahre Zinsbindung. 10 Jahre Zinsbindung ist jetzt gleich im weiteren Verlauf noch wichtig. Und was auch wichtig ist, ist natürlich immer die Anmerkung, das ist kein Zins für jeden, sondern jeder Fall ist auch individuell zu betrachten. Deswegen orientiert euch nicht an den Zins. Ihr solltet euch immer euren persönlichen Zins in einer Beratung ausrechnen lassen, weil es kommt da auch auf Eigenkapitalanteil, Zusatzsicherheiten, welche Region seid ihr, auf die Immobilie selber und an. 2% Tilgung, 2.188 Euro Rate, Restschuld 382.000, kalkulatorische Gesamtlaufzeit 30 Jahre. Wichtig an dieser Stelle, die Bank, der Rechner, der rechnet so, als wenn ihr nach 10 Jahren Zinsbindung den gleichen Zins bekommt und auch die gleiche Tilgung weiterführt. Und deswegen kommt die Bank hier auf eine kalkulatorische Gesamtlaufzeit von 30 Jahren. Das passt natürlich in diese Finanzierungslösung, in die Tilgungslösung der Commerzbank rein. Das heißt, die 2% gehen auf jeden Fall. Und auch 1,5% Tilgung würden funktionieren, weil hier die kalkulatorische Gesamtlaufzeit bei 36 Jahren liegt. Ihr seht, wie hoch die Differenz ist im Monat.
Ihr seht unten, wie hoch die Differenz ist nach 10 Jahren. Also dadurch, dass ihr 209 Euro weniger zahlt, habt ihr natürlich knapp 30.000 Euro auch weniger getilgt und habt einen Zinsmehraufwand von knapp 4.500 Euro durch die geringere Tilgung. Natürlich kann man das durch Sondertilgungen ausgleichen im Laufe der Jahre. Man kann ja allgemein mit einer geringeren Tilgung einsteigen und dann mit Sondertilgungen arbeiten. Aber auch wichtig an dieser Stelle, überschätzt euch nicht zum Thema Sondertilgung, weil sonst kommt so im Laufe der Jahre, der Jahrzehnte das Leben dazwischen, wo ihr auch einfach viele andere Ausgaben habt, die ihr vielleicht gar nicht einkalkuliert habt oder teilweise auch nicht einkalkulieren könnt. Deswegen beim Thema Sondertilgung immer realistisch planen, was ihr da tatsächlich sondertilgen könnt. Und was natürlich auch immer noch eine wichtige Anmerkung ist, ist das sogenannte Zinsänderungsrisiko. Das heißt, das Zinsänderungsrisiko nach der Zinsbindung. Hier wird ja kalkulatorisch mit der 3,25% weitergerechnet. Aber wir wissen natürlich nicht, welchen Zins wir nach 10 Jahren haben. Deswegen, das nimmt die Bank nur für ihre Kalkulation, damit die wissen, wir können diesen Tilgungsansatz verwenden. Und das gilt jetzt hier bei der Commerzbank, heißt aber nicht, dass es bei anderen Banken genauso ist. So viel heute zum Thema Lebenshaltungskosten, zum Thema Tilgung, zum Thema Banken werden strenger bei der Kreditvergabe. Mich interessiert natürlich mal wieder eure Meinung zum Thema. Schreibt sie unten in die Kommentare. Hier kommt ihr jetzt zum nächsten Video. Da habe ich den Algorithmus so eingestellt, dass das Thema jetzt für euch interessant sein sollte. Und hier unten könnt ihr euch die Playlist Zinsen sparen anschauen. Da habe ich auch schon einige Videos hochgeladen. Hier könnt ihr jetzt unsere kostenlose Beratung anfragen zum Thema Baufinanzierung deutschlandweit. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.